Ich darf euch grüßen, ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es geht euch wundervoll und ich muss sagen, ich habe euch wirklich sehr vermisst. Also klar, ich habe ja letztens ein Video gemacht, dies, das, aber ich meine, so Gameplay-mäßig ist ja nochmal was anderes, oder? Da sind wir, also ihr und ich und so dann, so, na, ich würde euch am liebsten so umarmen und drücken. Kommt her, kommt doch einmal her. Nun gut. Also ne, da haben wir schön richtig viel Zeit zusammen. So, Leute, wir spielen heute Farmersier. Denn aus gegebenem Anlass... ich hab grad Kaffee getrunken, Heiliger. Aus gegebenen Anlass ist ja, Pharma, Asia, Farm, also Pharmazeutika, Pharma, hier Medikamente, Desinfektion. Ich spiele quasi Desinfektions-Asia. Ne, also mein Plan ist folgendes. Ich hab wieder ein bisschen mal jetzt Lust auf... scrollen ist das Schwerste, meine Maus ist kaputt. Scroll! Komm schon, da geht noch was. Mach ein bisschen. Nein! Die scrollt nämlich immer. Komm schon, ich kann nicht so, so kann ich nicht spielen. Ganz langsam. Ist das Maximum? Ne, ein bisschen geht noch. Komm schon. Noch ein Stück? Nein, noch ein Stück, komm. Ich glaube, das ist Maximum. Ich habe wieder ein bisschen zu Asia gefunden, aber auch immer nur so phasenweise. Und ich spiele ihn jetzt anders. Erstmal runentechnisch habe ich hier die hier, diese Rune, Sis-Rune, Best-Rune, Leute. Wenn ihr Asia spielt, und Sis-Rune, All-to-Best. Wir spielen auch so Conqueror. Und mit Teleport. Denn ich werde jetzt den größten Farmrekord der Welt aufstellen. Erstmal spielen wir gegen Garen. Ich dachte, das wäre Karma. Irgendwie, keine Ahnung. Die haben Karma und Jenna im Team. Die haben voll das Kack-Team, aber naja. Farmrekord. Oh Gott. Das heißt, ich habe keine Rüstung mit. Wenn er mich berührt, bin ich tot. Aber ich werde jetzt die meisten Minions in Folge bekommen. Leute, 3 Stück habe ich schon. Mein Ziel ist so 32. Das wäre richtig geil. 32 wäre richtig geil. Huah! Deswegen müssen wir jetzt auch total konzentriert sein. Wir scheißen auf Garen. Garen kann man eh nicht umbringen. Lasst uns ehrlich sein. Also wir könnten es natürlich versuchen, aber erstmal Minions, Leute. Wer Minions farmt, farmt Minions. Bäh. Deswegen, wir greifen auch vorher nicht an. Und jedes Mal, wenn... Oh, jetzt hätte ich fast ihn angeklickt. Jedes Mal, wenn man Poke, verliert man halt auch legit. Immer wenn man Poke verliert, stirbt auf der Welt ein Minion irgendwo. Merkt euch das. Oder ein gegnerischer Champion. Bäh. Oh, der 100% Minion-Asie. Farm-Asie. Oh, jetzt kommen langsam viele Minions. Jetzt wird's langsam. Und er steht auf dem Minion. Oh, Brudi. Können wir vielleicht so ein Farming Agreement machen? Oh, hier droppen. Geh bitte nicht. Ich brauch den Minion da hinten. Ach, danke. Merci. Ja, mach dein Damage. Hier kriegst du jetzt zurück ein bisschen. Ein bisschen kriegst du wieder. Ein bisschen. Ja, das war's schon. Mehr auch nicht. Aber ich habe immer noch alle, glaube ich. Oder hätte ich jetzt 18 haben müssen? Habe ich 2 verloren? Scheiße, ich hab nicht auch. Muss man jetzt eigentlich 18 haben oder passt das so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hab alle, oder? Boah, ich weiß es nicht. Scheiße, ich hab kurz nicht aufgepasst. Ja, wenn. Also, ja, okay, jetzt ist es vorbei. Ja, danke. Jetzt sind wir. Ja, gut. Aber Leute, wir haben viel gefarmt. Also, wir haben 18 ja auch. Aber wir können noch hier 2 nehmen, aber wir kriegen die alle nicht. Kacke. Okay, dann lasst uns mal gucken. Können wir Garen töten? Können wir ihn töten? Ja, nein, vielleicht. Ja, also er hat L9 im Club-Tag. Er hat eine riesige Rüstung und er ist Garen. Also wir können ihm mal erstmal so ein bisschen zeigen, dass er nicht alles machen kann hier. Ne, also okay, ich mache überhaupt keinen Schaden an dem Brody. Mein Item-Bild ist jetzt auch Nashor's First tatsächlich, Leute. Also das wisst ihr ja, glaube ich, schon. Aber ich bin immer noch, immer wenn ich Asia spiele, dann fummel ich immer noch ein bisschen dran rum an Asia. Hat er Ignite? Hat er, okay. Conqueror. Oh, noch ein Conqueror, komm. Bre! Minion, danke. Ich denke, wie gesagt, wir werden einfach nur farmen. So viele Minions wie möglich mitnehmen. Müssen natürlich gucken, wenn er uns silenced, können wir nicht wegfliegen. Und er dreht schneller als wir. Das heißt, problematischerweise kann ich nicht weggehen dann. Da müssen wir auf jeden Fall definitiv drauf aufpassen. Definitely drauf aufpassen. Jetzt hat er zum Beispiel, er hat immer kurz Bock tatsächlich. Komm, gib. Danke, Arkanone. Gib. Nein, ich bin tot. Okay, ich lebe. Ah, die Kanone nicht bekommen. Okay, gehen wir mal im Shoppen. Wichtig ist, dass wir nicht sterben. Wir haben ja auch Teleport. Teleport ist dafür sehr, sehr gut. Ja, komm, trau dich. Du wirst sterben. Ach, komm. Warwick. Du hast Flash. Du hast Alter nicht. Nice. Okay. Ist okay. Das ist ein Dill. Der ist für mich okay. Denn wir haben jetzt... Haben wir nicht. Okay. Dann machen wir so, dann kaufen wir so einen Pot. Bester Bag, den man haben kann, würde ich sagen. So, Dark Seal kaufe ich vor allem deswegen, weil, es gibt uns Mana, vor allem auch. Ich habe natürlich nur hier drüber Mana.
Und da haben wir noch keine Stacks drauf. Da, das generiert erst Mana, wenn man Stacks hat, für alle, die das nicht kennen, die Rune. Und wir haben ja Teleport, deswegen war der Trade jetzt gar nicht so schlimm. Aber was das Gute an Teleport ist, wir können... wir haben Impact auf der Map, tatsächlich. Wir können roamen. Das heißt, wenn irgendwas auf der Map passiert, ja? Sprich, Botlane wird gedived, Botlane kommt ein Gank oder irgendwas. Ich habe das Problem, dass ich mit Asia oft keinen Impact habe auf den anderen Lanes. Und da ist Teleport very good für. Very, very, very good. Und das mit Garen natürlich vorhin. Ich habe gewusst, dass er dafür geht, für das Play. Das hat man gesehen. Aber ich dachte nicht, dass das überlebt, to be ehrlich. Und wäre er dabei gestorben, wäre er natürlich ein Giga-Win für mich gewesen. Ein Giga-Win. Aber es ist okay. Einen Ocean-Drache noch auf den Nacken draufgelegt. Mein größtes Problem mit Asia tatsächlich ist, dass ich Schwierigkeiten habe, im Teamfight zu performen. Also Teamfights mit Asia, very schwer. Okay, ja, nimm die Platte, ist deine. Sehr gut. Gib, danke, sehr gut. Gib, danke, sehr gut. Gib, danke, okay. Gut. Mann, ich kann den halt auf... Ich kann ihn zum Frecken nicht töten, also es geht halt legit überhaupt nicht. Also hier, so eine Combo. Okay, ist Level 6 mittlerweile. So eine Combo wäre natürlich sowas. W, Q, Auto-Tag, Auto-Tag, Auto-Tag. Guck mal, das war jeder andere Champion hat jetzt 50.000 Leben verloren. Ihn interessiert es einfach nicht. Deswegen sparen wir unserem... Ja, ich kann nichts machen außer Farmen, Leute. Was soll ich sagen? Okay, Wartweg ist hier. Das heißt, wir pushen durch. Deswegen habe ich auch schöne Attack-Speed hier gegönnt. Wir pushen hier durch und wir könnten einen Roam initiieren. Das könnten wir machen. Mana geht uns natürlich langsam aus, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Da unten wird gepinkt auf jeden Fall. Toplane gewinnt, das ist sehr, sehr geil. Ich meine, was ist das für Janna Toplane? Ich meine, was das Problem in deren Team ist. Die haben zwei Supporter, aber ich sehe niemanden, der carried. Ich kann niemanden sehen, der das carried. Miss Fortune ist, abgesehen davon, dass sie 0-2 ist, kein Hyper-Carry-Champion. Und, also, Garen ist zwar nett, aber ein Hyper-Carry ist das jetzt auch nicht. Hier, nimm mein Damage. Nimm mein Damage. Nimm ihn. Nimm ihn. Nimm ihn. Nimm ihn. Ja, das interessiert ihn nicht. I'm sad. Hier, Attack. Dead. 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 Zip. 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 Okay, was kann ich machen? Außer, ja, also, Botlane ist halt ohne mich ziemlich gut dran. Also, ich muss eigentlich nur farmen. Eigentlich ist das der perfekte Case. Ich muss nicht roam. Ich würde natürlich gerne was machen fürs Gameplay einfach. Aber manchmal, Leute, manchmal sind die Games einfach so. Was soll ich sagen? Alles andere wäre Hashtag Fake. Manchmal sind die Games einfach, wie sie sind. Kann ich den noch haben? Danke. Jetzt bitte let me go, let me go, let me go, let me go, let me go. Okay, danke. Dann gehen wir mal eben wieder shoppen. Imperatore, Kanalisatione. Übrigens, Leute, wenn ihr Corona habt, ihr müsst nur ein paar Noodles mitbringen, dann könnt ihr bei mir in meinen Corona-Bunker kommen, ne? Denn, ich glaube, diese Weisheit habe ich hier noch nicht geteilt, aber Corona heißt ja nicht einfach Corona, so, weil es Corona ist, sondern Corona heißt Corona, weil es wird abgeleitet vom indischen Kochonis. Kochonis kommt... aus dem Altgermanischen heißt called. Called heißt kalt. Das heißt, nice gang, by the way. Kalt heißt, der Coronavirus braucht es kalt. Das sind meine Gangs, by the way. Aber ist okay, mache jetzt kein Auge. Und ich wohne im Keller. Im Keller ist nah an der Hölle. In der Hölle ist es warm. Warm. Und deswegen kann Kochonis hier unten nicht rein. Das heißt, wenn irgendwie die ganze Welt untergeht, Leute, bringt ein paar Nudeln mit, bringt, keine Ahnung, ein paar Steam-Accounts mit und dann könnt ihr hier einziehen, Leute. Also nicht permanent, so, ne? Also, es gibt Regeln, ja? Und Netflix und alles, was man halt Serien, alles, was man halt so braucht, um Zeit über zu überleben. Puzzle, Brettspiel, oh ja, Risiko. Pock. Pock, Pock, Pock. Ja, Leute, keine Ahnung, was ich hier mache. Ich roam jetzt Botlane. Ich will jetzt was machen. Eigentlich Botlane zu roam macht gar keinen Sinn, weil die 0-5 sind. Aber irgendwie... Ja, ich meine, umso einfacher ist es ja, die zu töten, oder? Don't kill. Don't kill. Ich bin Asia. Farm Asia. Coming for Christmas. Can we, can we, can we, can we, can we, can we, can we? Pass auf, wir hauen sie nach oben. Dann können wir sie nämlich hier töten. Nicht sterben. Danke. Kann ich einfach hier zurückgehen? Ist das Mama? Okay, kommt niemand, oder? Leute, Midlane. Ich mach mal hier noch eine Platte. Was du hier nicht kannst besorgen, besorge woanders.
Ja, das ist Attack Speed nett, aber leider, Leute, an meinen Warwick stirbt er eh gleich wieder dran. Kann ich den noch haben? Ich glaube nicht, verdammt. Verdammt. Ja, dann kann ich nicht eigentlich jetzt eben hier pushen und mein AD Carry geht in die Mitte? Ja, okay, ich glaube, das ist ein schlechter Plan, weil die mich jetzt gleich killt. Ach, Leute, er geht aber auch einfach Botlane. Was bist du für einer? Sag mal, Lotti. Sag mal, Lotti, Leute, mein Turm. Oh. Leute, na, Leute. So läuft, so funktioniert das doch nicht. Eine Hand wäscht die andere. Eine Lane gankt die andere. Ich gank Botlane, also gankt mein Jungler die Midlane. Leute, so läuft doch das Game, oder habe ich das Game falsch verstanden? Wenn, also, passt auf. Wenn ihr für irgendjemanden etwas macht, dann macht der irgendwann auch was für euch. So, das ist das Game. Leute. Ja, es ist halt Garen Gigapick. Aber es ist Garen. Okay, es wird ein Trinity Garen. Aber es ist Garen so. Was will er machen? Arvanti. Soldati Arvanti. Arvanti. Soldati. Cloud Drake, ja. Einen geschenkten Drachen schaust du nicht in den Rachen, ne? Nehmen wir mit. Ich würde sagen, lass einfach nochmal Botlane ganken. Ne? Ich meine, wir haben jetzt gezeigt, hey, wir haben den Drachen gemacht, wir sind alle unten, das heißt, die Gegner wissen, wir sind da. Ich finde, es ist nur fair, wenn die jetzt auch gegankt werden. Allerdings kommen auch Counter-Ganks gerade, aber können wir nicht trotzdem, ja, so, okay, ne, die kommen nicht. Die sind alle nötig, dann lass die unten den Tower machen. Leute, könnt ihr pushen? Oder ist das verboten? Leute, ich hab Bock, kommt, Leute, komm. Abfahrt. Sys-Asia? Also man kann einiges sagen, aber Sys-Asia, West-Asia. Mua, Trippier, lass mal Tour machen. So, oh, Platten, oh, ne. Au, tut weh. Okay, ah, ich meine Maus. Downflash. Danke. Okay, thanks. Ja, mach jetzt kein Auge. Mach nicht hier what the fuck, man, Leute. Ich habe jetzt eure Lane gegankt ein paar Mal und das, was sie mir sagen, ist stop trolling und leave. Ach, Leute. Summer Lotti, sag ich da. Also. Was ist das für eine Welt? Eine Hand wäscht die andere, nicht eine Hand schlägt die andere. Also die eine Hand hat die andere gewaschen und die andere Hand hat dann die gewaschene Hand hat dann die zu waschende Hand geschlagen. Ach, Leute. Ich bin da. Ich weiß aber nicht, ob ich irgendwie ansatzweise Damage mache. Ich habe auch keine Ult und... Rudi, was zur Hölle machst du hier? Explain. Ich könnte ihn töten, mach ich auch. No! No! Ah, fuck. Oh my dad. Okay, wir... Garen ist aber auch so richtig harsch gegen mich, Leute. Was soll ich machen gegen Garen? Außer... Rudi... Stop trolling! Oh, sie ist aber trotzdem tot. Die ist tot. Stop troll! Sie ist tot? Okay, lol. Wieso werde ich von allen gehasst? Leute, macht mal kein Auge jetzt hier. No make Auge. Also, Leute. Also, ja. Also, man kann sagen, die Botlane brauchte meine Hilfe nicht, aber... Ich meine, hey, ist es nicht voll nett, wenn du die Spülmaschine ausräumst und dann... so, keine Ahnung, deine Schwester oder dein irgendwer kommt und sagt, ja, hey, brauchst du Hilfe? Dann sag ich so, nee, die Spülmaschine ist 0-10, ich brauch nicht Hilfe, aber das wäre super nett. Ich meine, ja, helf mir, das ist übel nett. Warum nicht? Also, ich könnte es alleine so. Ich bin 20-0, Spülmaschine 0-10. Aber ja, helf mir, klar, warum nicht? Wir leben doch hier in einer Gib-Gib-Gesellschaft. So, wir haben leider kein Geld und nix. Kann ich das haben? Okay, ich bin raus. Ja, ich akzeptiere. Mann, ich habe kein Geld. Ich bin ein armer Vogel. Und der Einzige, der keine Kills hat. Aber ich spiele auch gegen Garen. Garen tötet man einfach nicht. Geh weg. Hat der Flash oder so? Rudi, mach jetzt nicht. Ich meine, gibt es eine langweiligere Lane als Garen? Rudi. Aber dafür suckt Garen im Late halt. Also er kann schon Dinge machen, so ist es nicht, aber... Na? Ah! Ja, guck mal, was ist das für ein AD Carry?
Und er flamet mich. Ja, es ist bestimmt mein Fehler gewesen, dass er Nahkampf gegen den Garen spielt. Nahkampf. Like, wir werden ja jetzt mal gucken, was jetzt kommt, Leute. Da kommt jetzt sowas wie... Ja, weiß ich nicht. Er ist Level 11. Ja, Hammer. Also, der wird eine Zeit lang jetzt erstmal gigastark sein, muss man einfach sagen. Natürlich hängt das damit zusammen, dass er mal Turm gemacht hat. Natürlich hätte man das verhindern können. Es, ja, man hätte auch Corona verhindern können. Man hätte auch Weltarmut. Ja, wobei... Ja, ich habe auch kein Geld, kein... Ich brauche jetzt Farm, Leute. Ich gehe jetzt Top-Lane. Naja, meint, ich gehe jetzt mal Botlane. Ich kann nichts, brauche Geld. Aber, ich möchte auch kurz sagen, Warwick hat ja auch einen Kill. Also er hat zwar Garen einmal gekillt, aber er hat ihn auch gekillt und naded. Stirb! Danke. Nice. Geld. Auf mein Konto draufgeladen. Thanks so much. Einmal Papageien mitnehmen. Ja, eigentlich, Leute, ist Farmen hier. Bedeutet, dass ich richtig viel farme. Aber dieses Game ist genau das Gegenteil irgendwie. Also normalerweise, ich wollte euch das eigentlich zeigen, aber irgendwie ist das gar nicht das Game so. Normalerweise nehme ich die Vögel, also schon mit Level 7 oder so. Ich fahre mir den Arsch ab. Es hat sich irgendwie, ich glaube, die Midlane war so langweilig, das war eine Midlane-Crisis. Die Midlane war so langweilig, dass ich euch irgendwas, dass ich irgendwas machen musste, wollte. Dann bin ich halt nur noch geroamt so. Naja. Also, der Deal mit Asi ist nämlich, wenn du Impact im Game haben willst, musst du dir den Arsch abfarmen. Du brauchst bei Minute 20 300 Farm, also so 230 oder so. Also, schon viel Farm. So, du brauchst giga viel Farm und dann kannst du auch carryen. Und wenn du nämlich keine Items auf... Ich meine, das zählt eigentlich für jeden Champion. Wenn du hast du keine Items, Leute. Merkt euch das. Können wir den töten? Vielleicht. Naja, ich glaube, ich habe geintert. Ich bin tot. Ja, Mann, ich bin ein Inter. Mann, meine E. Ich hab meine E. Ah. Ich sag euch, das Game wird noch richtig hart. Guck mal, Lucian flamed wie so ein Lord. Aber auf sowas, Leute, ist ganz wichtig, müssen wir reagieren mit Anti-Flame. Aber wir werden jetzt erstmal Naschos bauen und jetzt gehen wir auf Cooldown-Reduktion. Cooldown-Reduktion. Mann, mit Asi habe ich nie Impact. Das ist mein Problem einfach. Hilfe. Aber ich kann auch nirgendwo hin teleportieren. Was soll ich machen? Okay, ich hab Teleport. Soll ich hier irgendwas machen? Soll ich was machen? Ich bin da, Leute. Komm. Aber immerhin wird das Game jetzt ein bisschen speisiger. Hier. Speisi-Attacke. Speis. Geht auch noch was? Da geht gar nichts. Das ist gut, Leute. Hier, das ist gut, dass mein Team gerade verliert. Dann kann ich carryen. Da sehe ich mich. I see me. Ist Garen noch irgendwo hier? Der ist hinter mir. Rengo. Okay. Garen ist da immer noch unterwegs. Hab Angst. Kommt er zu mir, der Ding? Ich bin... Ja, Leute. Ihr intet schon ein bisschen. Ja, nee. Da brauchst du nicht ping. Also, Leute, dieser Garen ist halt ein Monster, das ist ein Raid-Boss. Das ist wie jetzt, wie so ein RPG. Wir müssen erstmal uns hochfarmen an so Gear-Farm quasi, bis wir den Boss besiegen können. Okay. Also, wir brauchen jetzt als nächstes CDR und dann brauchen wir einen Rabadonians. Vielleicht auch einen Rillais. Gegen den Garen, aber ich glaube, Rylais interessiert den überhaupt nicht, glaube ich. Der sagt Nein zu Rylais. Nein. Aber no Rylais, no Party, sagt man auch immer wieder. Das ist ein hoch angesehenes Sprichwort. Aber sie sind gerade alle oben. Ich pushe einfach Botlane durch. Wir machen mal hier ein Türmchen hin, den hätte ich vorhin machen sollen, wo ich Krenger hier oben gefightet habe. So, ein Türmchen. Den Turm stelle ich, by the way, immer nur dann, wenn ich ihn wirklich brauche. Also entweder als Absicherung oder wenn ich jemanden fighten will. Jetzt zum Beispiel als Absicherung, falls jetzt irgendwas passiert. Vielleicht könnten wir die Miss Fortune da reinbaiten in den Turm. Das heißt, wenn sie gleich kommt. Aber komm, wir haben kein Mana-Item. Wir haben eigentlich nie so richtige Giga-Mana-Probleme. Warum werde ich schon wieder gepinkt? Leute, hört auf, mich zu pingen!
Leute! Ich meine, Leute! Kann ich sie besiegen? Ich weiß es nicht. Ich meine, was machen die Gegner außer nichts? Ich verstehe es nicht. I don't understand. Ich könnte teleportieren, aber ich meine, warum fightet ihr denn da? Ich meine, Leute. Leute. Ich meine, wir können einfach farmen. Unser Late Game ist tausendmal besser als. Also tausendmal weiß ich nicht, aber. Ich weiß nicht, was die machen. Die haben keine Win-Condition im Team. Deren einzige Win-Condition ist jetzt gerade sehr stark. Also sollten wir jetzt gerade nicht fighten. Ich mach mal einen Talk-Call. Guys, there. Okay, wir haben ein Problemchen. Hoch mit dir. Ich bin tot. Naja, Leute, guck mal. Da schreibe ich kaum instant, bin ich wieder tot. Their only win condition is Garen. And he's super strong right now. So listen. If we just farm now, we win later. Ich meine, es ist doch nicht so schwer. Er ist Level 14 und killt alle von uns. Er ist Level 11. Natürlich killt er uns. So, wir brauchen jetzt Rabadons. Wir brauchen Rabadons. Er sagt, you please shut up. Okay. Na, da sagen wir einfach okay. Und jetzt machen wir smart. Shinobi, smart. Alle gemutet. So. Jetzt müssen wir gucken. Also am liebsten würde ich farmen. Wir haben Teleport. Ich würde am liebsten farmen. Der Drache ist eh weg. Also es wäre. Vielleicht kann Warwick ihn klauen, aber ich würde ihn nicht contesten. Contesten würde ich ihn nicht. Oder? Ich meine, ich könnte teleportieren. Aber. Ich meine, der Garen ist ein Monster. Muss man einfach so sagen. Spring da rein, spring! Ja, smite ihn, smite, klau ihn, smite! Oh! Naja. Aber gut. Okay. Bitte gehen Sie fort! Okay. Okay, also wie gesagt, wir müssen farmen. Farmen. Aber so wird das Game wenigstens ein bisschen interessant. Das finde ich gut. Ne? Mann, ich bin No Impact Man einfach. Hilfe. Ich finde halt Asien Teamfight zu spielen insane schwer. Like, wirklich. Weil der einfach zu wenig Range hat irgendwie. Also, es klingt jetzt komisch, aber dafür, dass du wie ein AD Carry die ganze Zeit angreifen musst, hat er zu wenig Range. So, die machen Baron. Den kriegen wir eh nicht. Das heißt, ich gehe jetzt einfach in die Mitte durch. Das ist das Smarteste, was ich gerade machen kann. Avanti! 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 Stirb-ti! Stirb doch! Mach doch mal was, Edrox! Was macht der denn? Töte sie! Ah, sie ist einfach ein Supporter. Sie ist unsterblich. Okay, aber wir haben ein bisschen Geld gemacht. Nicht viel, ein bisschen Geld haben wir gemacht, aber sonst. Ah, sie macht keinen Schaden. Das ist das Problem. Also wenn du so 3-5-3 bist, kommt nichts. Ja, wenn du so jetzt, hätte ich jetzt 3-5-3 200 Farm, dann würde ich jetzt Trippier-mäßigen Damage machen. Er ist Level 15. Also Leute, ich weiß nicht. Ich finde, seit den XP-Änderungen, es liegt irgendwie scheiße. Ich weiß, also was heißt scheiße nicht, aber ich glaube, Rome ist richtig kacke geworden. Kann man das sagen? Weil ich hatte gestern, Leute, das war das Krasseste, was ich je gesehen habe. Legend, das Krasseste, was ich je gesehen habe. Wir hatten im Gegnerteam den Lee Sin. Nice Wall. Und der Lee Sin war Level 18 und wir waren Level 11. Wir waren fucking, komm, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Ja. Wir waren fucking Level 11 und er war 18. Man kriegt viel zu viel Solo-XP jetzt. Das ist komplett insane. Ich meine, ich spiele auch Solo-Lane, aber ich roam ja immer. Level 18, wir waren 11. Wirklich, no joke. No joke. Ich weiß auch nicht, wie der das geschafft hat. Also wirklich nicht. Keine Ahnung. Wir haben verloren! Lasst uns ein Fazit ziehen. Tobi ist ein cooler Guy, weil er lädt auch Loses hoch.
Außerdem. Ja, ich sag's mal so. Also erstmal ist es natürlich traurig auf vielen Ebenen. So, ich muss erstmal meine Bildschirmaufnahme. So. Also erstmal ist es traurig auf vielen Ebenen, weil ich weiß nicht, die haben alle geweint. Sorry, aber hätten die mich nicht so geflamed, dann hätte ich bestimmt besser performt. I'm sorry, sorry. Außerdem, ja, also ich habe meine Lane verlassen und dadurch den Garen fett gemacht. Man kann mir schon die Schuld geben, aber Warwick hat auch Double Buffs an ihn donated. Das war ich nicht, wiederum. Naja. Es ist, wie es ist. Man sollte sich nicht zu sehr an drauf aufregen, aber man muss einfach sagen, mit Asias, wenn Regel Nummer, also was haben wir gelernt? Hast du keinen Impact, hast du keinen Impact. Machst du keinen Damage, machst du keinen Damage. Und, Bruder, sollte man überhaupt Raum? Fragezeichen in den Raum geworfen? Alter, dieser Garen war unsterblich. Ich meine, okay, die hatten dann noch eine Jenna und eine Karma da in die Kombo, dass das geklappt hat. Harsch. Ja, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hab euch lieb. Ja, auf Wiedersehen. Wir sehen uns übrigens heute Abend nochmal zu den Batchnotes. Later!